Oh, guck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack zockt Blind Shadow of the Tomb Raider mit der Very Sexy Lara Croft. Was haben wir in der letzten Folge geschafft? Aber erstmal im Dach gucken, auf der Finn muss er stehen. Dann habe ich noch eine dritte Folge geschafft, ich muss dann noch wieder streamen. Egal. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben hier die ganzen Nebenmissionen zum Abschluss gebracht. Wir haben hier die Gräber sind sowieso fertig. Wir brauchen noch eine Herausforderung. Wir brauchen hier noch das Becherchen, bei dem ich jetzt versuchen werde, wie ich da dran komme. Das will ich haben, das Ding. Die Überlebensverstecke machen wir ganz zum Schluss, weil vielleicht finden wir auf der Suche nach dem anderen Zeug hier noch Überlebensverstecke automatisch, ohne dass ich hier Google einsetzen muss. Ja. Rechts. Geht hier überhaupt eine Straße lang? Ja, hier geht eine Straße lang. Wir können ja auch mal teilweise hier mal, wenn wir solche Ecken haben hier, können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht ein Überlebensversteck alleine finden. Ja, wo ging es denn hier oben hin? Nirgendwo. Ja. Das war hier unten irgendwo. Ja, genau. Hier war das Ding. Hier. Hier oben kommen wir auch noch auch nicht irgendwie hin. Warte mal. Wie kommen wir hier hin? Das sieht so aus, als ob wir von hier unten hoch müssen. Da ist zum Beispiel hier so ein weiß gemaltes Ding, dass wir von unten hier hochklettern müssen. So sieht's zumindest aus. Ja. Ja. Weil hier. Waffen hat sie keine hier, um das. Ja. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir dort runter? Hier unten ist keine Tür. Halt die Schnauze. Ja. Und hier kommen wir wieder auf dieselbe Höhe. Ja. Geht doch mal weg, Mann. Überall diese Leute. Ja. Hier unten unter die Hütte müssen wir drunter. Die Frage ist wirklich, wie kommen wir dorthin? Wir hatten doch so eine Ecke gehabt, wo wir hier runtertauchen konnten. So ein kleines Schwimmbecken. Kommen wir hier von hier unten irgendwie ran, hier von hier zum Beispiel? Ich will nicht für jeden Plunder hier Google hier zu Rate ziehen. Da gibt es hier irgendwas, wo wir uns durchquetschen können. Hier, ja, das Ding brauche ich, genau. Relikt. Wo war das jetzt? Hier runter. Oh. Irgendwo auf dem Dach, das glaube ich ja kaum. Ganz zu schweigen davon, dass ich nicht aufs Dach drauf komme. Nee. Wie gesagt, wie komme ich dort drin? Na, hier ging es auch bloß zu dem Herausforderungsgrab. Wir waren das eine Mal hier in so einem Tümpel gewesen, wo wir runtertauchen konnten. Wo ich dann aber gesagt habe, das machen wir ein anderes Mal. Das war doch hier ganz in der Nähe gewesen. Geh mal runter hier. So, hier irgendwo in der Nähe.
Oder gibt's hier irgendwas, wo Lara sich hier durchquetschen kann? Nee. Nee. Das Ding hier. Was war denn hier? Kommen wir hier hin? Hm. Sind wir weit davon entfernt? Ach, hier gibt es das Ding, oder wie? Scheiße. Oh, ich glaube, das war das Ding, was ich meinte. Ist also völlig sinnlos. Also schön. Hm. Was sind eigentlich diese schwarzen Flecken hier? Was hatten wir das zu sagen? Sind das hier so die Häuser oder? Ich weiß wirklich nicht, wie ich dort hinkommen soll. Ich habe absolut keinen Plan. Aber sehe ich hier schon wieder irgendwas, aber... Oder was ist hier los? Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Ja, ja. Von hier irgendwas, oder... Folge dem Klang der Trommeln. Nee. Ist doch was. Ich glaube, das wird auch so eine Sache sein, wo ich nochmal nachgucken muss. Da gehen wir jetzt erstmal. Wie gesagt, ich will nicht die ganze Folge jetzt sinnlos rumsuchen nach so einem Scheiß. Das ist mir nicht wert. Dann gehen wir jetzt zum Lager. Und reisen mal in eine andere Ecke hier von dem ganzen... Oder? Ne, wir gehen hier manuell mal runter. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Wenn hier irgendeine Herausforderung ist, die wir... Eine Herausforderung brauchen wir ja noch. Die suche ich jetzt... Ich will hier zur Brücke. So, wo ist das Ding? Da unten. Komm ich hier wieder nicht lang, muss ich hier wieder im Bogen rennen. Nee, jetzt springen wir aber nicht runter, das tut der Lara dann immer zu sehr weh. So, gucken wir mal hier hinten noch eine Herausforderung. Ob hier irgendwas ist. Hier unten im Fluss oder so. Wir den Fluss entlang schwimmen müssen oder unter dem Fluss. Also momentan sehe ich nur die ganzen Blumen, die da rumstehen. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Nee, oder ihr wollt mich nur verkohlen. Ja. Ihr gebt mir sowas von auf die Eier mit eurer Maskerade hier. Leute, Leute, das ist... Hm? Dann ziehen wir die Lara halt mal wieder um hier. Komm Lara, es tut mir leid. Outfits hier. Langware, komm hier.
So, jetzt lass mich rein da. Jetzt gibt's auf die Schnauze. So, wo ist die letzte Herausforderung? Mit dem können wir nicht mehr quaken. Hier waren wir drin. Da gab es aber auch nichts, oder? Nö. Das ist bloß hier so ein... Was ist das? Gar nichts. Lass mich mal durch hier. So, bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Hier war ja wieder die unsichtbare Wand. War die hier gleich, aber... Ja, hier oben kam ich nicht weiter. Ist auch ein bisschen bescheuert, oder? Also ich sehe hier nichts irgendwie gelb leuchten, was ist nachher Herausforderung? Das ist bloß eine gelbe Decke dort. Was war denn mit dem hier? Komm. Glaubst du, es wird noch mehr solche Aufstände geben? Der Markttag war eine Katastrophe. Es wird sicher bald eine Lösung für den Konflikt geben. Ja, ja. Jo. Hier habe ich noch nichts gefunden jetzt. Hier auch nicht. So, wo war jetzt mein Lager? Da hinten. Ach nee, von ihr bin ich gekommen. Warte mal. Warte mal, wir haben 6 Herausforderungen. Wo waren die überall verteilt? So, hier waren 2. Hier war eine. Hier waren 2 direkt nebeneinander. So, hier war eine. Die haben alle gemacht. Mensch. Weg doch den Scheiß mal. Und 3, 4. Wo war noch eine? Hier hinten war auch nichts mehr, wo wir uns gerade rumgeprügelt haben, oder? Hier hinten noch. Das ist schon Zenote. Aber hier hinten die verborgene Stadt. Ich glaube, da wird die nächste Folge hier so eine Google-Folge werden. Wir gehen jetzt nochmal hier rangucken. Quatsch. Also im Bogen stecken. Nö. Wir gehen jetzt nochmal hier hin. Gucken wir uns doch nochmal kurz um mit dem Überlebensinstinkt, ob irgendwas gelb leuchtet. Da sollte ich jetzt auf die Schnelle hier nichts finden. Dann nehme ich gleich das Tablet zur Hand und dann so holen wir die restlichen Überlebensverstecke, dass wir hier überhaupt was gerissen haben in der Folge. Ja. Dort drüben ist bloß zum Festhalten, oder? Um ins Grab zu kommen.
Ja. Okay, pass auf. Pass auf, Leute. Schnelle Reise. Wir gehen jetzt nochmal ganz schnell hier in die Ecke hier, wo wir gerade gewesen sind. In der letzten Folge. Mal gucken, ob dort noch was gelb leuchtet. In den Bäumen oder sonst wo. Was ist das da hinten? Das ist nur so ein Kraut, was hier überall rumhängt. Aber nichts wirklich mit der Herausforderung zu tun hat, oder? Was war denn da oben? Was könnte ich damit machen? Bringt ja auch nicht wirklich viel. Da muss es noch ein Gegenstück dazu geben, da oben, genau. Was bringt mir das? Gar nichts. Jo, okay. Absolut sinnfrei. Wie gesagt, ich vermute, dass die Dinger irgendwas noch damit zu tun haben, aber... Keine Ahnung. Also eine viele Tiere hier abzumurksen kann es ja auch nicht sein. Gut, okay. Ja, schieb's rum, komm. Wo ist jetzt das Lager? Das Stückchen war da links. Hier oben ungefähr. Oder? Ja. Dann gehen wir nochmal in das andere Gebiet. Ach Quatsch, jedes Mal das Falsche. Ja, ich könnte die Waffen aufrüsten, aber pff, wozu? Ja, gehen wir nochmal hier hin. Gehört ja auch zur verborgenen Stadt. Zu Paititi. Die Affen von Baum schießen ist es auch nicht. Ja. Das Vieh ist schon wieder da. Oder muss ich die Dinger hier ausnehmen oder? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Nee, gegen das Vieh zu kämpfen habe ich jetzt keinen Bock. Oh, hier ist aber auch nichts mehr, was großartig jetzt noch eine Herausforderung aussieht. Und damit hier. Rucksack. Das könnte was sein. Warte mal, warte mal. Karte aktualisiert. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja? Ja? Überlebensverstecke. 2 Stück. Hier hinten? Warte mal, wie brauchen wir? 5 brauchen wir noch. 5. 1, 2. Da holen wir uns erstmal die beiden Überlebensverstecke. Aber hier auch noch was? Nö. Doch, hier hinten. Gut, das ist hier hinten bei der Krypta ist noch eins. Stimmt, hatte ich das nie. Gut, okay. Kehrtwende, da lang. Ich wollte aber nicht mal wieder gegen das Ding dort kämpfen.
Hier irgendwo. Nee, hier. So. Die Richtung, hier runter. Wollen wir uns noch ein paar Überlebensverstecke. Ach nee. Dann müssen wir doch wieder zu dem Ding, oder? Warte mal, hier ist ja so ein Lager. Nee, da lang. Schnelle Reise. Hier will ich hin. Und dort aus dann zu dem Überlebensversteck. Ich hoffe bloß, ich muss nicht nochmal gegen das Ding dort kämpfen. Kommando rechts. Hier unten? Ach nee, hier unten kann auch nichts sein. Ach, jetzt sind wir wieder in dem Grab drin. Also, warte mal. Wie sind wir hier hingekommen? Also, warte mal. Also doch dort oben drüber wahrscheinlich. Hier in der Gegend wahrscheinlich, denke ich mal. Also doch wieder da zurück. Was? Wo gehen wir jetzt hin? Das war gerade verkehrt. Hier war doch richtig. Verdammte Scheiße. Kommen wir hier lang? Nee, wir müssen hier oben hin. Ich will nicht gegen das Ding noch mal kämpfen. Das heißt, wir müssen wirklich hier das ganze Ding rumrennen, oder was? Ach, nö. Ich will dieses Ding dort haben, das Überlebensversteck. Das wieder bloß mit dem Bogen, das ist doch scheiße. Na komm her. Gut, okay, Problem gelöst. Weiter am Text. Hier, nimm mit. Feuer! Feuer! Ist hier hinten noch was? Kann ja auch sein, dass hier noch irgendwas ist. Guck mal, ja. Das ist bloß hier dieses Schlachtfeld.
Was ist hier hinten? Ach so, wir sind so ein Opfertier. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, du kannst nie mehr tragen. Was ist los mit dir? So, hier vorne. Das war auch immer. Soll ich das jetzt umsonst gemacht haben hier? Verwandert das Ding oder was ist los hier? Direkt hier. Ich schätze, oder doch dort unten in dem Grab. Das ist. Hier steht sie genau drauf. Kein Überlebensversteck. Gut, okay, warte. Gehen wir noch mal hier lang. Bewege dich. Hier, habe ich doch gewusst. Raus hier. Kriegt man das andere auch noch fies auf die Schnelle? Wir hatten gesagt, dass du den Bogen in die Hand nehmen sollst, Lara. Was soll denn die Scheiße? Zuerst mal ziehst du dir hier was Vernünftiges an. Oh, ja. Komm. So, jetzt. Schnelle Reise. Das war hier hinten gewesen. Ja. Wie gesagt, was wir ohne hier irgendwie nachzugucken finden können, das nehmen wir natürlich sofort mit. Ich glaube, die dritte Folge heute aufnehmen. Ja, verdammt. So wirklich einige wohl angewöhnt, so mal ein paar mehr Folgen am Stück aufzunehmen. So, Lara. Gib mir doch mal die Karte hier. Hier hinten muss es sein. Wie kommen wir dorthin? Ja, hier so irgendwie. So. Da drüben ist das, wo ich immer nicht wusste, wie ich dorthin komme. Das Bild ist auf einmal so neblig hier, das ist doch scheiße. So, wo? Hier. Ja, hier. Ja, ich hab's nicht vergessen. So, und drüber hier. So, hier hinten muss es sein. Und rüber. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Keine Müdigkeit fortschützen, Lara. So, hier ist auch nichts zum. Na, wirst denn du? Hier auf dem Weg war gerade nichts. Hier sind wir gerade, oder? So, jetzt stehen wir natürlich genau drauf.
Das bedeutet, das muss wahrscheinlich hier eine Etage tiefer sein. Gehen wir mal runter hier. Ich glaube, hier war ja noch eine Ecke gewesen, wo wir noch nicht reinkamen, weil wir das verstärkte Messer noch nicht hatten. Hier ist es auch nicht. Alles voll. Hier steht sie wieder genau drauf. Ging es ja noch weiter runter. Ich schätze mal unter Wasser. Ja. Und hoch mit dir. So. Hätten wir das. Hätten wir drei Überlebensverstecke gefunden. Zwei brauchen wir noch. Hier 32 von 34. Ja, wo die allerdings sind. Wie kommen wir denn, wo kamen wir hier hoch? Waren hier nach Türen? Hier geht's nicht raus, oder? Nee. Also wieder hoch. Oder mussten wir hier durchs Wasser schwimmen, um hoch zu, um hier wieder rauszukommen? Ist das irgendwas zu mitnehmen? Ach nee, das hat es ja erst schon gesagt, dass es wieder voll ist. Ja, war das Ding gewesen, genau. Gut, da würde ich sagen, hier in der Krypta sind keine Herausforderungen. Wo ging es denn hier? In welche Richtung ging das jetzt raus hier aus der Bude? Hier lang. Hier schwimmen Tote. Schwimmen. Hier machen wir Luftblasen. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo eine Schatztruhe oder die Schatztruhe. So, Luftblasen hier. Sind sie schon wieder drüber? Wartet. Ja, hier wollte ich noch dahinter. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. War das alles? So, hier hinten. Alte Scheiße, wo? Ja. Ja.
So, den Weg hätten wir auch einfacher haben können. So, wir machen jetzt hier aber hier an der Stelle in der Krypta. Machen wir jetzt Schluss für heute. Ich verabscheue mich. Ja. Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen.